Ich würde gerne einen Gruselfilm machen, und zwar einen Horrorfilm, okay? Also wo sich nur gegruselt wird. Okay. Habt ihr schon mal richtig gegruselt? Nee. Nee? Noch nie. Wer ist die Hauptrolle in dem Film? Du. Wie wird der Film heißen, wenn er mega gruselig ist? Der Horrorfilm mit der Sense. Vielleicht versteckt sich der Mond für kurze Zeit hinter einer Wolke und dann wird es dunkel. Der Mond versteckt sich kurz hinter einer Wolke und dann wird es dunkel. Und vielleicht so ein Wolf oder so und jault. Ah! Man hört es auf jeden Fall. Wo bin ich? Zu Hause. Zu Hause? Ja. Und dann knistert irgendwas. Dann geht auf einmal da eine Lampe, geht so Kerze an, Kerze aus. Kerze an, Kerze aus. So, dann schellt's an der Tür. Wie schellt's an der Tür? Ich drück jetzt mal und ihr macht den Sound. Und dann steht so irgendwie so ein spooky Mensch oder irgendwie was, so. Was denn für ein spooky Mensch? Beschreib mal, wie ein spooky Geist aussieht. Vielleicht so ein Mädchen? Schreibst du dich gerade selber in den Film rein, Josie? Nee. Genau, Killerclown. Ein Killerclown? Ja. Aber den gibt's ja schon. Wir müssen selber einen spooky Menschen kreieren. Dann steht auf einmal vor dir, vor deiner Tür, ein Pizzalieferant und hatte aber nur eine Maske auf. Wie sieht die aus? Totenkopf. Eine Pizza. Eine Pizzamaske? Na, dann weiß jeder, wer er ist. Also richtig. Kann die Maske irgendwas? Also die Pizza dreht sich dann. Die Pizza dreht. Was sagt er dann? Guten Tag, hier ist Ihre Pizza, die Sie bestellt haben. Bitte 5 Euro bezahlen und dann werde ich euch töten. Guten Tag, hier ist die Pizza, die Sie bestellt haben. Bitte 5 Euro bezahlen und dann werde ich euch töten. Du musst raten. Was muss ich denn raten? Du musst raten, welches Stück nicht vergiftet ist. Und wie finde ich das raus? Du hast einen Hund und lässt ihn testen. Wie heißt der? Hallo. Kann der irgendwas Besonderes? Reden. Und ich muss jetzt erraten, welches Stück nicht vergiftet ist. Bello, das musst du machen. Ja klar. Ich bin doch nur ein blöder Köter. Ich kann doch ruhig abkratzen, wa? Guck mal, bist du bescheuert? Dann siehst du den Pizzalieferanten nicht mehr. Und dann war der auf einmal in deinem Schlafzimmer. Okay. Und hat deinen Fernseher gestohlen. Was? Da! Der Fernseher ist weg! Wo finde ich den jetzt? In einem Maisfeld. Und da steht der so. In einem Maisfeld? Und kann ich telefonieren? Nee. Kein Akku. Kein Akku? Empfang ist nicht da. Typisch ja, iPhone. Kein Akku, kein Empfang. Dafür geile Bilder. Machen Bella und ich erstmal Selfies? Ja. Ja. Hey, hör mal. Ruf die Bullen. Ich kann die Polizei nicht rufen. iPhone. Kein Akku, kein Empfang. Aber dafür geile Bilder. Selfies. Bullen? Also Bello ist mit im Maisfeld und was sagt Bello zu mir? Guck mal, Luke, da ist doch der Fernseher. Hey, Luke, da ist doch der Fernseher. Und dann kämpfe ich gegen den Pizzalieferant. Ja, du machst ihm erstmal einen Karate-Kick. Man kann doch direkt einfach Anlauf nehmen, zack, weg. K.
Karate. Hilfe! 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 Warum redet der Pizzalieferant genau wie ich? Weil er dein Bruder ist. Ein Zwilling. Nur, dass er die Haare da drin hat und grüne Augen. Geil! Okay, und dann ist dann der Streit sofort beendet, weil wir Zwillinge sind, oder? Euer Vater steht immer hinter euch. Ihr bemerkt das noch nicht, weil der einen Unsichtbarkeitsmantel hat. Und den zieht er dann ab? Was sagt Bello in dem Moment? Was ist das denn für ein Blödsinn? Warum siehst du aus wie mein Zwilling? Weil ihr Zwillinge seid. Was ist der Satz, der dann fällt von meinem Vater? Wieso bekämpft ihr euch? Ihr seid doch Zwillinge. Wieso macht ihr das? Das ist gut. Wieso bekämpft ihr euch? Ihr seid doch Zwillinge. Wieso macht ihr das? Und was machen der Zwilling und ich dann? Umarmen. Dann umarmen wir uns? Ja. Dann weint ihr. Dann weinen wir? Ja. Was passiert ganz zum Schluss? Sie machen Kinoabend. Ein Kinoabend? Bei wem? Bei euch. Aber Schatz, wovon redest du denn? Es schellt wieder an der Tür. Es schellt wieder an der Tür. Und wer ist dran? Burger. Von Lieferando.de. Hör mal, Luke. Der Film heißt der Horrorfilm mit der Sense. Ja. Na. Ab wann kommt dann endlich die Sense? Ich bringe die Burger und die Sense.